Spektakuläre Szenen auf der Piste, den Tracks und am Himmel. Beim Rise and Fall führt der Weg, wie es der Titel schon verrät, zuerst nach oben auf den Berg, bevor es für die nächsten schon wieder ins Tal runtergeht. In abwechselnden, kräfteraubenden Disziplinen müssen die Mannschaften hin und her fahren, fliegen und radeln, bevor sie ins Ziel gelangen. Es war ein sehr hartes Rennen. Die Disziplinen waren sehr kurz. Man kann sich also keine Fehler erlauben. Wir haben unser Bestes gegeben und ich bin froh, mit so einem Team zu gewinnen. Gleich 256 Sportlerinnen und Sportler aus ganz Europa sind bei der 11. Ausgabe des besonderen Staffelwettbewerbs im Zillertal angetreten. Darunter auch der Lenggrieser Weltklasse-Mountainbiker Andreas Seewald. Der 32-Jährige hat als Welt- und Europameister seine Qualität im Mountainbike-Marathon längst bewiesen. Bekannt durch Rennen wie dem Cape Epic in Südafrika, wollte er sich nun in Meierhofen den Sieg holen. Als Bester in seiner Spezialdisziplin ist er für das Favoritenteam an den Start gegangen. Mit einer Zeit von 39 Minuten und 53 Sekunden konnten sie das Rennen mit großem Vorsprung für sich entscheiden. Es war wie jedes Jahr ein harter Kampf gegen die starke Konkurrenz und die Kälte. Es war aber ein wirklich toller Tag und sehr aufregend. Ich bin auch sehr froh darüber, diesen Wettkampf jetzt endlich mal zu gewinnen. Bei dem Staffelwettbewerb steht nicht unbedingt die Distanz oder die Steigung der Strecke im Mittelpunkt, sondern vielmehr die Intensität. Die Athleten müssen in den vier Disziplinen Skitouring, Paragleiten, Mountainbiking und Skiabfahrt im Vollsprint die Strecke hinter sich bringen. Der Teamgeist hält dabei die Einzelsportler zusammen. Ich glaube, das Besondere ist wirklich der Teamgedanke, dass man da vier doch unterschiedliche Sportarten zusammenbringt und einfach gemeinsam als Team dann das Rennen hier bestreitet. Der erfolgreiche Auftakt mit dem Sieg beim Rise and Fall soll für Andreas Seewald der Start in ein Jahr sein, das weitere Titel und Triumphe für ihn bringt.